herzlich willkommen auch von uns. Mein Kollege Johannes Dirkes und ich freuen uns sehr, euch heute unsere Erfahrungen und Wissen zum Thema Due Diligence zu teilen und im Anschluss an die Präsentation eure Fragen dazu zu beantworten. Wir möchten euch heute an die Due Diligence heranführen und euch ein klares Verständnis über den Prozess darüber vermitteln. Dies umfasst zum einen, was bei der Due Diligence Prüfung eines VCs in Bezug auf Inhalt, Zeitplan und Aufwand zu erwarten ist und zum anderen, wie die Gründer am besten die Kommunikation mit den Investoren und auch den anderen Beteiligten idealerweise gestalten sollten. Ah, Entschuldigung. Die Technik spielt jetzt auch mit. Mein Name ist Angelika Flachow. Ich bin seit einem guten Jahr Investment Manager beim HTGF im Life Science Team. Im VC-Bereich bin ich schon eine Weile unterwegs und finanziere Unternehmen der Gesundheitsbranche. Ich habe einiges an Deals begleitet, von der Seed-Finanzierung bis hin zum IPO und Trade Sales. Ich schätze es sehr, Sparringspartner für Gründer und unsere Unternehmen zu sein. Von Haus aus bin ich Biologin und wurde in der Virologie, mittlerweile weiß jeder, was es ist, in einem molekularbiologischen Thema promoviert. An meiner Seite steht Johannes, der euch heute auch begleitet. Yes, danke dir, Angelika, für die einleitenden Worte. Ich bin Johannes. Ich bin deutlich frischer als die Angelika dabei. Und wie es die Claudia schon anmoderiert hat, bringe ich nochmal einen anderen Angle heute mit zu der Präsentation. Mehr dazu gleich. Ich bin Betriebswirt von der Ausbildung, bringe also den wirtschaftlichen Hintergrund mit heute. Hat dann 2015 bei PwC angefangen, 2,5 Jahre gearbeitet, dann bei einem Company Builder in Köln, Cross Builders heißen die, und habe zuletzt bei WDP bei der Commercial Due Diligence ein Team aufgebaut, und das ist der Angle, den ich heute mitbringe. Mit PwC haben wir vor allem Private Equity Kunden in deren Due Diligence Prozess beraten, auch strategische Investoren, und habe dann den Switch im Mai diesen Jahres gemacht zum HTGF und bin da jetzt Investment Manager im Digital Tech Team. Und der Switch ist deswegen spannend, und da komme ich gleich auch nochmal drauf, weil ich bei WDP im Rahmen meiner Commercial Due Diligence deutlich ältere Startups analysiert habe, als wir es aktuell beim HTGF natürlich tun. Wir schauen hier auf die Seed-Phase, auf Seed-Phasenunternehmen, und ich habe bei WDP auf deutlich spätere Unternehmen geschaut, und es ist natürlich total spannend, was für Learnings man von verschiedenen Stages an Due Diligence mitnehmen kann, und da erzähle ich euch gleich gerne noch mehr zu. Angelika, klick gerne mal weiter. So, also grundsätzlich, was machen wir heute mit euch? Also, ich gebe euch ganz kurz eine Intro zum Hightech-Gründerfonds, aber wirklich ganz kurz, weil es soll ja heute wirklich um die Inhalte der Due Diligence gehen. Dann geht es nämlich im zweiten Schritt genau darauf ein: Due Diligence, warum braucht es das überhaupt? Danach geben wir euch einen Überblick über den Investmentprozess bei uns und die Einordnung der Due Diligence, also die Rolle letztendlich der Due Diligence bei uns. Dann erzählt Angelika noch was zur Basis der Due Diligence und wie ihr als GründerInnen, falls ihr Gründerin seid, erfolgreich durch diesen Due Diligence-Prozess bei uns kommt und im Zweifel auch später in Folgefinanzierungsrunden. Da kann ich gerne auch noch einspringen und ein paar ergänzende Details nachher sagen. Sonst auch gerne alle Fragen, wenn ihr welche habt, gerne posten. Ihr kennt das Format. Claudia liest die am Ende vor. Und Angelika und ich gehen im Detail darauf ein, bei allem, was wir noch nicht beantwortet haben und wo ihr gerne tiefer reinschauen wollt. Yes, Angelika, lass uns reinstarten. Kurze Intro zum HTGF. Also, wer sind wir überhaupt und warum glauben wir, euch einen guten Überblick darüber geben zu können, wie eine Due Diligence aussieht? Wir sind letztendlich mit einer der größten und aktivsten Seed-Investoren in Europa. Wir haben 670 Technologieunternehmen finanziert in der Seed-Phase. Das ist unser Fokus, und darüber hinaus auch in Series A, B oder IPOs begleitet und so insgesamt ja, mehr als oder knapp 2.000 Folgefinanzierungsrunden gemacht. 1,3 Milliarden under Management. Ihr seht es da, 160 Exits begleitet. Genau, Angelika, genau, weiter. Wir haben inzwischen ganz frisch Fonds Nummer 4 aufgelegt. Da 1,3 Milliarden Euro insgesamt drin in Fonds 1 bis 4.
Letztendlich ist das eine Slide, die nochmal zusammenfasst, was die Vorslide auch schon mal gesagt hat. Wir investieren ab der Seed-Phase und wenn wir einmal im Unternehmen drin sind, gerne auch darüber hinaus. Also Unternehmen, in die wir investiert haben in der Seed-Phase, begleiten wir auch gerne dann noch mit Anschlussinvestments in Folgerunden, wenn es sich anbietet und gewünscht ist natürlich auch. Wir sind besonders stolz, das seht ihr rechts, auf unser Netzwerk innerhalb der Branche, sowohl zu anderen Investoren als auch zur Industrie, zu Experten, zum großen Pool an Talent und natürlich unseren Portfolio-Companies, wo wir immer sehr viel Wissen rausziehen können, wenn zum Beispiel von eurer Seite aus Fragen sind zu bestimmten Themen, sei es wie man einen Recruiting-Prozess vernünftig aufbaut oder sei es ganz konkret, lasst uns eine Series A raisen und kennt ihr nicht Investoren, für die unser Unternehmen spannend wäre, jetzt falls ihr Gründerin seid zum Beispiel. Dann gehen wir gerne mit euch ins Sparring, machen eine Shortlist, Longlist, wie man auf Unternehmen zugehen kann. Und gehen dann mit euch in den Austausch und in die Ansprache vor allem der Investoren und über einen persönlichen Connect, das kennt ihr im Zweifel auch am besten, kann man immer sehr schnell und sehr schön den Fuß in die Tür bekommen. Ja, Angelika, dann gerne weiter. Auch hier noch eine schnelle Überblick, da kann ich auch gerne drüber schon wegspringen, gleich Fonds 1 bis 4, wie gesagt, gerade erwähnt, wir sind inzwischen im Fonds 4 angekommen. Das erste Investment wird voraussichtlich Ende dieses Jahres aus diesem Fonds 4 kommen, der Topf ist, wie ihr seht hier, deutlich größer mit 420 Millionen Euro des Fonds, ja, gut 100 Millionen Euro größer als Fonds 3 und deutlich größer als Fonds 2 und Fonds 1 noch. Letztendlich ändert sich nichts an dem, wie wir investieren, nämlich wie erwähnt, Seed-Phase und mit Fokus auf Tech. Und wir werden aus dem Fonds 5 bis 6 Jahre investieren, 7 Jahre desinvestieren. Gerne weiter, Angelika. Und wie gesagt, wenn ich jetzt zu schnell über einzelne Themen hinweggehe, die auch den HT Gründerfonds betreffen, bitte zögert nicht, auch dazu Fragen nachher noch zu posten. Claudia liest die uns dann vor und dann gehen Angelika und ich da im Detail noch drauf ein. Kurzer Blick auf unsere Fondsinvestoren, auch das ist was, wo ich schnell drauf eingehen will. Ein paar Logos kennt ihr davon, PwC, ihr kennt sie letztendlich alle, ihr könnt sie durchlesen. Wichtig hier zu sehen ist, dass wir zu gut 60% Geld vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz bekommen. Wir sind unser Hauptinvestor. Wir sind aber dadurch nicht ein staatliches Vehikel, weil, wie gesagt, 40% der Summe halt auch über diese privaten Investoren bekommen, die ihr hier seht. Und daher können wir mit euch jedes Finanzierungsmodell angehen, wie ihr es gerne haben möchte letztendlich. Das war in Fonds 1 bis 2, vielleicht die Erfahrenen unter euch kennen das, war das noch anders. Da war der deutsche Staat, das Bundesministerium deutlich tiefer verwurzelt als Investor beim HT Gründerfonds. Das ist nicht mehr der Fall. Wir sind deutlich flexibel in unseren Finanzierungsmöglichkeiten, was unter anderem daran liegt, dass wir so starkes Backing aus der deutschen Wirtschaft haben. Und hier nochmal ein schönes Stichwort vielleicht als Netzwerk. Ihr seht die großen Unternehmen. Wenn ihr auch als Startup Interesse habt, auch an die als Kunden ranzugehen, auch immer gerne. Das ist ein schöner Multiplikatoreffekt natürlich hier. Yes, jetzt aber gerne als Einstieg Due Diligence, das Thema, warum überhaupt ihr euch alle eingewählt habt. Warum braucht es das überhaupt? Also sozusagen Basics zum Anfang, First Things First. Warum braucht es das überhaupt? Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, die veranschaulichen sollen, die beiden Stoßrichtungen, in die eine Due Diligence letztendlich gehen soll. Und zwar geht es zum einen auf das Aufdecken von Risiken und zum anderen auf die Identifikation von Chancen. Diese beiden Sachen verfolgt eine aufwendige Due Diligence. Manche denken immer nur, das ist ein Risikoaspekt und man will sich absichern als Investor, aber es geht in beide Richtungen und ich zeige euch das gleich an einem Beispiel von Airbnb. Zuerst aber gerne noch das Beispiel Terranos. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, Terranos, ein wahnsinnig gehyptes Startup. Das wurde 2003 von Elizabeth Holmes gegründet. Die waren mehrfach hier, deswegen das Bild von Forbes auf der linken Seite. Mehrfach war die Elizabeth Holmes auf dem Forbes-Cover vorne drauf. Sie wurde gehypt als der Next Steve Jobs. Sie hat mit ihrem Unternehmen, was versprochen hat, letztendlich Bluttests zu entwickeln, was nur eine sehr geringe Anzahl von Blut letztendlich braucht, wenige Mikro Liter, um auf der Basis sehr umfangreiche Bluttests machen zu können. Auf der Basis haben die Unternehmen gebaut und ja, 1,4 Milliarden US-Dollar Funding eingesammelt. Also ultra gutes Funding gekriegt. Aber offenbar wurde dabei nicht besonders genau hingeguckt, also nicht besonders gute Due Diligence gemacht, denn Angelika, klick gerne mal weiter. Der Fall von 1,4 Milliarden Euro eingesammelt und einer 10 Milliarden Euro Bewertung zwischendurch
war heftig. Ihr seht es hier, vielleicht habt ihr die Stories auch mitgekriegt. Es ging um Betrugsvorwürfe, um willful deception. Es ging darum, dass Elisabeth Holmes sogar 2015 ein falsches Labor hat einrichten lassen, um den amerikanischen aktuellen Präsident hinters Licht zu führen, um zu zeigen, dass es Forschungslabore gibt, die in dieser Form nie existiert haben. Also groß, groß angelegter Betrug, die aber tatsächlich mit einer genauen Due Diligence im Zweifel tatsächlich hätte aufgedeckt worden zum deutlich früheren Zeitpunkt. Auch hier gebe ich euch gleich gerne am Ende dieses Kapitels noch ein paar Learnings mit auf der Tonspur. Aber das ist letztendlich hier der erste Faktor. Due Diligence soll helfen oder machen Investoren aus dem Grund, um genau solche Cases wie hier in Theranos nicht entstehen zu lassen. Weil hier ist wirklich der Worst Case passiert. Die Elisabeth Holmes, vielleicht zum Abschluss noch, ist inzwischen verurteilt, darf für die nächsten 10 Jahre, so wie ich es mitbekommen habe, kein börsennotiertes Unternehmen leiten. Es steht sogar noch aus, ob sie jetzt sogar für 20 Jahre ins Gefängnis muss. Also echt Worst, Worst Case. Auf der anderen Seite, Beispiel Nummer 2, es geht nicht nur darum, Risiken zu verstehen, sondern auch potenzielle Chancen aufzutun. Und hier habe ich euch das Beispiel Airbnb mitgebracht. Ihr seht hier 4 Snippets von Nachrichten von VCs, die damals an Brian geschickt wurden. Das ist der CEO von Airbnb, damals im Prozess des Fundraisings. Und der hat natürlich bei allen namhaften VCs auch angeklopft. Und ihr seht hier beispielhaft 4 Nachrichten an Hey Brian, die alle ihm absagen. Und alle Absagen mit hier, ihr seht es irgendwie nicht der Focus Area. Reisen an sich ist nicht das, worauf sie investiert werden soll. Technical Staffing wurde kritisiert, Market Opportunity als nicht groß genug geachtet. Also alle Investoren, die sich dieses Thema angeschaut haben, haben offenbar die Chance verkannt. Nur einer war besonders, der hat sich das offenbar auf einem anderen Engel angeguckt. Angelika, gerne einmal weitermachen. Und das war nämlich Sequoia, einer der größten und erfolgreichsten Venture Capital-Geber in den USA. Die haben relativ früh das Potenzial gesehen, indem sie ja irgendwie andere Maßstäbe angesetzt haben, andere Blickwinkel hatten im Rahmen ihrer Due Diligence. Ich hatte das nochmal nachgeschaut, was denn der Angle war von einem Sequoia Capital. Und die sagen hier auf ihrer Website, die haben den zersplitterten Markt für Ferienwohnungen gesehen. Und haben gesehen, dass das eine Chance bieten würde. Und die haben aber vor allem, und da gehe ich gleich auch noch drauf ein, gesehen, dass die Gründer total fesselnd waren in ihrem Erzählstil, in ihrem Einfallsreichtum und auch in ihrer Durchsetzungskraft. Also wirklich, worauf Sequoia also offenbar hier geachtet hat, war Markt, war das Produkt, also sie lösen hier ein bestehendes Problem und aber auch, und das ist für uns auch total wichtig, sage ich gleich nochmal was, das Team. Das Team hat offenbar grundsätzlich überzeugt und total umgehauen für einen Wow-Effekt gesorgt. Und das war hier ausschlaggebend, warum Sequoia investiert hat und ein Maximum an Investment rausgezogen hat. Also ihr seht es hier, ein Stake war zwischendurch 12 Milliarden Dollar wert auf einer Basis von 600.000 Euro, die zuvor investiert wurden. Also maximaler Uplift. Ja, Angelika, gerne weitermachen. Genau, deswegen einmal einen Blick zurück aus diesen 2 Beispielen raus. Verschiedene Blickwinkel einer Due Diligence. Ich hatte es gerade kurz angeteasert, dass sich Sequoia wohl offenbar Produkt und Markt und Team angeschaut hatte. Das sind aber nur verschiedene Blickwinkel einer Due Diligence. Eine Due Diligence kann und wird vor allem in späteren Stages relevant auf einer rechtlichen, also Legal Basis für eine Due Diligence gemacht, auf einer Tax Basis, auf einer Commercial Ebene, also Marktwettbewerb, auf einer Financial Ebene. Technologieebene, Team, ESG und you name it. Also es gibt echt verschiedenste DD-Streams potenziell und vor allem verschiedene Dienstleister, die für diese verschiedenen Streams regelmäßig engagiert werden. Also Angelika, klick gerne mal weiter, dann kann ich darauf den nächsten Hebel machen. Wir schauen uns nämlich bei unserem Investment vor allem Technologie und Team an. Eine Team-DD ist essentiell. Wie machen wir das? Wir gehen mit dem Team ins Gespräch, wir quatschen mit euch, wir versuchen rauszuhören, wie ihr Problemstellungen angeht, wie strukturiert ihr denkt, ob ihr alle KPIs aus dem Stand wisst. Wir versuchen einzugrenzen, inwiefern wir euch in einer gewissen Weise auch zutrauen, pivotieren zu können, also euer Unternehmen ja,
den Marktgegebenheiten entsprechend umzubauen, falls es nötig sein sollte. Technologie natürlich auch sehr wichtig. Ist das, was ihr da baut oder programmiert, gibt es da eine IP zu? Ist das technisch so komplex, als dass es dann nicht übermorgen Nachahmer geben könnte? Und schon mal dem vorweggegriffen, in so einem Technologieumfeld holen wir uns dann auch gerne externe Gutachter rein, die wirklich auf einer Source-Code-Ebene im Zweifel auf den Code schauen und sagen können, jo, der Code oder die Technologie ist wirklich, wirklich gut. Und hier vielleicht den Bogen zurückgeschlagen zu dem, was ich am Anfang erzählt hatte, mein beruflicher Hintergrund bei WDP. Ich habe damals die Commercial Unit mit aufgebaut bei WDP, also war externer Dienstleister für Private Equity Unternehmen, die sich in ihrem Due Diligence Prozess Commercial Berater geholt haben. Und in dem Prozess macht man dann wirklich, geht im Detail auf Wettbewerb ein, schaut sich historische Entwicklungen an, schaut sich Google Ads Accounts an, schaut sich wirklich alles an, was irgendwie mit dem Unternehmen zusammenhängt auf der kommerziellen Ebene. Und natürlich machen wir das jetzt auch beim Gründerfonds, aber es ist natürlich deutlich weniger an Informationen verfügbar. Also ihr habt natürlich, im Zweifel gibt es euer Unternehmen seit einem halben Jahr und natürlich kann man dann keine Zeitreihe von 15 Jahren angucken und schauen, wie sich Umsätze und Co. entwickelt haben. Deswegen sind diese hier ausgegrauten Felder am Rand eher sozusagen sekundär jetzt im Seed-Prozess. Wichtig aber für euch, habt im Hinterkopf, dass diese Prozesse, sollten die Runden irgendwann größer werden, essentiell relevant werden. Also spätestens bei einer Series A, B, C schauen sich große Investoren Legal, Tax, Commercial, Financial alles an. Und je besser ihr strukturiert seid in euren Prozessen, wird Angelika gleich auch noch darauf eingehen, und früh eure Daten entsprechend anlegt und pflegt, desto einfacher kommt ihr später durch so einen Prozess durch. Weil auch das, ne, Stichwort Team, Team fällt auch bei Folgeinvestoren nicht mehr raus und die sehen auch, wie strukturiert ihr eure Prozesse aufgebaut habt. Und da ist es ein riesengroßen Plus, kann ich euch aus der sozusagen WDP Commercial DD-Erfahrung sagen. Wenn die Gründer oder die CEOs im Zweifel das auf dem Schirm haben, wie die Daten strukturiert sind, wie ihr aufgestellt seid und wie schnell ihr an Daten kommt und die zur Verfügung stellen könnt. Genau, soviel erstmal dazu. Stellt auch dazu gleich gerne Fragen. Ansonsten übergebe ich jetzt an Angelika für die nächsten Teile zu der Due Diligence. Ja, herzlichen Dank, Johannes. Dann steigen wir mal tiefer ein in den Prozess. Haben die Gründer die erste Hürde genommen und das Team hat einen interessierenden Investor gefunden und beide Partner sind der Meinung, dass es sinnvoll ist, über ein Investment zu sprechen, gehen die Herausforderungen der spezifischen Due Diligence in den Investmentprozess heraus. Wir klassifizieren die Phase des gegenseitigen Kennenlernens, weil nichts anderes ist, ein Stück weit die Due Diligence, in zwei Teile. In einem Vorabcheck werden eher formale Punkte abgefragt und die vertiefte Prüfung ist dann die eigentliche Due Diligence. Diese mündet hoffentlich in Vertragsverhandlungen. Häufig laufen die Verhandlungen zu einem späteren Zeitpunkt der Due Diligence auch parallel. Die Dauer der Due Diligence durch einen institutionellen Investor beträgt typischerweise 3 bis 6 Monate. Sie kann auch länger dauern, wenn Herausforderungen zu bewältigen sind. Beispielsweise, wenn Patente noch in die Firma einzubringen sind oder bestimmte andere Punkte noch geklärt werden müssen. Es ist sicher vielleicht auch interessant zu wissen, wie hoch die Ausfallquote im Beteiligungsprozess ist. Von den vielen Anfragen, die wir als Investor erhalten, gelangen etwa 7% über die erste Hürde des Pitches in die Phase der Due Diligence, in der der Investor eine klare Investitionsbereitschaft zeigt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, ja, dass das korreliert natürlich. Den nächsten Schritt bis zum positiven Abschluss mit einem Investment schaffen dann etwa 40%. Das bedeutet, dass von den vielen Anfragen, die wir bekommen, etwa 2 bis 3% in eine Finanzierung führen. Bei der Due Diligence geht es im Wesentlichen darum, die Aussagen des Businessplans zu validieren und zu verifizieren. Das hat ja Johannes sehr gut dargestellt. Es geht darum, die rechtlichen Strukturen, Gründungsunterlagen zu überprüfen, was in der Vergangenheit geschehen ist, sich anzuschauen. Das ist natürlich bei einem jungen Unternehmen recht übersichtlich und bei uns nicht wirklich großes Thema. Viel wichtiger ist die Validierung der Annahmen hinsichtlich der Produktinnovation, dem Markt, des kommerziellen Potenzials, der Abgrenzung zum Wettbewerb, in diesem Zusammenhang auch den Patentstatus zu klären, der zugrunde liegenden Technologie, beziehungsweise den zu überprüfen, sowie die Bewertung von bestehenden Verträgen, einschließlich Lizenzvereinbarungen und Kooperationsverträgen zu checken.
Das primäre Ziel ist es nicht, das perfekte Bild zu erhalten, sondern Lücken klar zu erkennen und Strategien zu entwickeln, diese zu adressieren, um diese zu schließen. Idealerweise ist der Abschluss der Due Diligence der Beteiligungsvertrag. Normalerweise ist es ein Vorvertrag, das Termsheet, und die vertragliche Umsetzung machen dann die Anwälte. Kerninhalte der Due Diligence ist meist ein digitaler Datenraum, der nach den Vorgaben der Investoren befüllt wird. Weiterhin eine Liste an Referenzen, dies sind Kunden, Kooperationspartner, Lieferanten, die bereit sind, auf Nachfrage des Investors den Mehrwert von Produkt oder Geschäftsmodell zu beschreiben und damit eine Einschätzung und eine Bewertung abzugeben. Eine sehr zentrale Rolle nehmen die Bewertung von Technologie oder des Geschäftsmodells durch externe Experten ein. Investoren erwarten von den Gründern keine rechtliche oder finanzielle Vorkenntnisse. Vielmehr geht es darum, um eine professionelle Zusammenarbeit mit den Gründern, bei der die genannten Punkte gemeinsam erarbeitet werden. Ein professioneller Investor unterstützt die Gründer und hilft mit Vorlagen für Verträge und Dokumente, sollten diese nicht vorhanden sein. Also scheut nicht, danach zu fragen und Unterstützung auch einzufordern. Qualifizierte Seed-Investoren sind an einem gemeinsamen Mehrwert interessiert. Die Due Diligence hat einen sehr großen Mehrwert in Bezug auf den Aufbau des Unternehmens. So dient ein sehr guter oder ein gut geführter Datenraum als Basis für weitere Investoren und die nächste Finanzierungsrunde und unterstützt so das Wachstum des Unternehmens. Die Due Diligence legt damit den Grundstein für eine solide vertragliche Basis. Schließlich ist ein geordneter Datenraum ein äußerst nützlicher Mehrwert auch für das Gründerteam, weil es ermöglicht, das gesamte Management mit einzubeziehen und Kompetenzen unter den Gründern oder unter dem Managementteam besser zu verteilen. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. In einem ersten Schritt werden die Kerninhalte von den Gründern meist in einem digitalen Datenraum zur Verfügung gestellt. Diese werden idealerweise in einer Ordnerstruktur zur Verfügung gestellt, die den Vorgaben des Investors folgt. Üblicherweise werden diese in Form einer Checkliste angefordert. Typischerweise werden Dokumente und Unterlagen zu folgenden Themen angefordert. Ich habe euch mal hier die Struktur meiner aktuellen Due Diligence mal hinkopiert. Das sind also Unterlagen und Dokumente, vertragliche Unterlagen und Dokumente, finanzielle Historie, technologische Grundlagen, technische Dokumentation, etablierte Prozesse und Dokumente zum Personal. Also alles, was die Basis des zukünftigen Geschäfts bildet. Wichtig ist es, nachprüfbare Dokumente vorzulegen. Investoren wollen sehen, welche Unternehmensstrukturen und Prozesse vorhanden sind und was mit Dritten schriftlich fixiert ist. Damit meine ich Verträge, Kooperationsvereinbarungen. Letztendlich geht es darum, das Pitch-Deck und die dortigen Angaben zu verifizieren. Das Zusammenstellen der Dokumente und der Unterlagen ist ein dynamischer Prozess. Viele Dokumente werden im Rahmen der Due Diligence erstellt. Der Datenraum ist wichtig für das Unternehmen. In der Regel zieht der Investor Gutachter, Branchen- und Technologieexperten, sogenannte Key Opinion Leader, aber auch Patentanwälte hinzu, um Technologie, die Markt- und Wettbewerbsentwicklung, den Stand der Technik und den Marktzugang zu verproben und auch damit zu bewerten. Damit werden die Annahmen des Startups verifiziert. Dieser Punkt nimmt eine sehr zentrale Rolle ein in der Due Diligence und spiegelt das Chancen-Risikoprofil und die Renditeerwartungen wider. Die Ergebnisse werden anschließend in der Bewertung des Investors einbezogen. Es besteht eine Korrelation zwischen der Reife des Unternehmens und der Größe des Datenraums. Das hat ja Johannes sehr, sehr deutlich euch auch gezeigt und damit natürlich auch über den Umfang der Due Diligence. In der Aktion mit dem Investor und seinem Team ist eine besondere Kommunikation zu empfehlen. Drei Eigenschaften sehen wir als angemessen: fokussiert, beeindruckend und herausragend. Fokussiert sein bedeutet, den Due Diligence-Prozess so schlank, straff und effizient wie möglich zu halten.
da er parallel zu eurem operativen Geschäft geführt wird. Das dürft ihr natürlich nicht vergessen. Letzteres steht immer an erster Stelle. Um dies zu gewährleisten, ist es notwendig, die vom Investor vorgegebene Checkliste Schritt für Schritt abzuarbeiten und bei Unklarheiten immer sofort nachzufragen. Engpässe, wo die Due Diligence ins Stocken geraten könnte, sind zu erkennen und diese Themen sind direkt zu adressieren. Gründer sollten versuchen zu beeindrucken und damit eine Vertrauensbasis mit dem Investor schaffen. Es ist ein Pluspunkt für die Gründer, wenn sie die nächsten Schritte proaktiv mitgestalten und den Prozess mitstrukturieren. Sie schnell und professionell kommunizieren und auf die Fragen des Investors zügig eingehen und ein Erwartungsmanagement betreiben. Es ist aber nicht wichtig, alle Dokumente unverzüglich beizubringen, aber das geht manchmal auch gar nicht. Aber es ist wichtig, darüber zu kommunizieren, dass man daran ist, die angefragten Unterlagen zu besorgen und zusammenzustellen. Seid vorsichtig, Blender werden enttarnt. In dieser sehr intensiven Zeit des Austausches lernen sich die Parteien kennen und insbesondere der Investor bekommt ein Gefühl für die nächste Zeit in der Zusammenarbeit mit dem Startup. Nicht zuletzt sollte die Due Diligence als Chance für das Unternehmen genutzt werden. Insbesondere junge Teams oder Gründer, die noch in der Gründungsphase sind, können diesen Prozess nutzen, um die rechtlichen Grundlagen für ihr Unternehmen zu legen, bei der Gestaltung von Managementprozessen und der Schaffung von Strukturen so zu nutzen, dass sie dem Unternehmen nachhaltig dienen. Idealerweise nutzen Gründer den Investor als Sparringspartner, um Ideen und Vorschläge zu konkretisieren und damit die Leitlinien für die Zukunft zu zeigen. Nutzt das Netzwerk der Investoren. Es ist sehr empfehlenswert, frühzeitig eine Beziehung zum potenziellen Investor aufzubauen, noch bevor der Due Diligence-Prozess richtig begonnen hat. Nicht selten kommt es auch zum Abbruch der Due Diligence. Klassische Gründe für den Abbruch sind vielfältig. Man kann sie im Grunde inhaltlich in zwei Gruppen einteilen. Formale und inhaltliche Gründe. Erstere fallen recht früh im Prozess auf. Dies können formale Investitionskriterien sein, wie Unternehmensalter, aber auch die gesuchte Finanzierungshöhe. Aber auch ein lückenhafter Datenraum kann zum Abbruch der Due Diligence führen. Häufig sind auch eine schwache Kommunikation, ein schwaches Team die Ursache. Manchmal passt aber auch die Chemie zwischen dem Investor und dem Startup nicht. Zu den inhaltlichen Gründen für den Abbruch des Investmentprozesses gehören allen voran kein tatsächlicher Marktbedarf für Produkt und Geschäftsmodell. Eine unklare Wahrnehmung von Markt und Wettbewerb, aber auch unlösbare IP-Probleme. Diese Punkte werden durch negative Expertenmeinungen bestätigt. Zusammenfassend möchten wir euch mitgeben, verifizierbare Dokumente vorzulegen in einem gut sortierten Datenraum. Keine Überraschungen zu präsentieren oder schwierige Themen zu verschweigen. Im Gegenteil, Investoren schätzen es, wenn Gründer klar auf Komplexitäten oder Lücken in ihrem Unternehmen hinweisen. Erfahrene Investoren helfen und unterstützen bei schwierigen Themen. Ehrliche Zusammenarbeit zahlt sich in der Partnerschaft zwischen dem Startup und dem Investor in den kommenden Jahren bis zum Exit aus. Ansatz und Denkweise verbunden mit einer gut geführten Kommunikation sind die entscheidenden Faktoren, um gut durch die Due Diligence zu kommen. Ihr solltet wissen, dass der Due Diligence-Prozess mit der ersten Kontaktaufnahme zum Investor beginnt und idealerweise mit dem Investment abschließt. Baut Beziehungen mit dem Investor frühzeitig auf. Was ich euch auch noch mitgeben möchte, ist, macht auch eure eigene Due Diligence. Checkt, ob der Investor das mitbringt, was ihr für euer Unternehmen braucht. Meistens ist Geld nicht immer ausreichend oder ausschlaggebend. Netzwerk ist besonders wichtig, ja, oder Kenntnisse über Technologie, Verständnis für den Markt. Ein gut durch die Gründer geführter Due Diligence-Prozess kann den Weg zum Abschluss der Finanzierungsrunde ebnen und damit die Basis für zukünftiges Unternehmenswachstum legen. Ich denke, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was die Due Diligence
was der Inhalt der Due Diligence ist. Das war's von unserer Seite. Ich hoffe, wir haben euch die wesentlichen Inhalte vermitteln können. Wir sind offen für eure Fragen. Das ist mein Stichwort, genau. Ja, ich möchte nochmal dazu aufrufen, dass ihr die Möglichkeit habt, über die Fragenfunktion Fragen zu stellen. Aber ich habe auch gesehen, wir haben schon die ersten Fragen bekommen. Ich würde einfach mal loslegen. Eine Frage von Robin. Kann man die heutigen Inhalte auch auf Business Angels anwenden oder nur auf VCs? Soll ich? Was machst du gerne, Angelika? Üblicherweise ist es so, dass dass Business Angels eine schmalere Due Diligence durchführen. Business Angels kommen in der Regel aus dem technologischen Umfeld, in dem sich das Startup befindet und kennen. Und das ist häufig so der Anlass, in dieses Unternehmen zu investieren. Aber üblicherweise machen Business Angels eine etwas schmalere DD, die beschränkt sich dann auch gerne so auf Technologie und natürlich das Team. Genau, letztendlich könnt ihr euch daran anknüpfend, an das, was Angelika gesagt hat, auf das nochmal stützen, was Angelika auf ihrer Slide gezeigt hat. Je jünger ihr als Unternehmen seid, desto weniger intensiv ist dieser Due Diligence-Prozess. Ne? Und Business Angels steigen in der Regel sehr, sehr früh ein bei euch, meistens in der Pre-Seed-Phase, wo es im Zweifel nur ein Konzept gibt. Und dann mit zunehmendem Alter eures Unternehmens steigen dann zuerst VCs ein und dann zunehmend auch Private Equity Unternehmen oder strategische Investoren. Und spätestens, wenn ein PE, also ein Private Equity Investor, sich das Unternehmen anschaut, dann wird es richtig knackig in der Due Diligence. Dann dauert es richtig lange mit den allen von mir angeführten Streams, die dann parallel laufen, Legal, Tax, Commercial, ja, was auch immer. Richtig viele. Und wie Angelika sagte, Business Angels stehen ganz am Anfang des Prozesses, Pre-Seed und manchmal noch Seed dabei und dementsprechend ein bisschen weniger Due Diligence. Super, vielen Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Andreas weiter. Johannes, du hattest betont, wie wichtig es ist, Daten komplett und schnell zur Verfügung zu stellen. Welches Format sollen die Daten haben? Aktenordner, laufendes Word-Dokument oder zum Beispiel auch Zugang zu Confluence? Das kommt total darauf an, womit ihr letztendlich arbeitet. Also wenn ihr sagt, wir sind halten stets unter Confluence total aktuell und da würde es überhaupt keinen Sinn machen, einen Export draus zu ziehen und das als PDF zur Verfügung zu stellen, dann eher gerne auch zu einem Confluence. Ich bin grundsätzlich darüber hinaus ein Fan von vielen Excel-Tabellen, gerade wenn es um Businessplan und Co. geht, die grundsätzlich auch noch verformelt sind. Also macht euch nicht die Mühe, irgendwie aus allen Excel-Sheets, die ihr versendet, die Formeln rauszunehmen, sondern wir validieren auch gerne immer noch anhand eurer Berechnungen, ob das denn alles so, ja, ob es nachvollziehbar ist und stringent gerechnet letztendlich. Das ist ja auch eine Form von der DD, ob ein Businessplan vernünftig strukturiert aufgebaut wurde. Also gerne immer in Rohdaten, falls verfügbar. Vieles natürlich, also ihr müsst uns jetzt nicht euren Pitch als PowerPoint schicken, aber wo es sinnvoll ist, Stichwort Excel, gerne als Excel und ansonsten in den Daten, wo ihr glaubt, es macht am meisten Sinn in dem Format. Okay. Also um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wirklich hinten Richtung, wenn die PEs euer Business anschauen, dann lassen sie sich zum Zweifel richtig Zugang geben zu Google Ads und Google Analytics Accounts, um die wirklich sozusagen im Detail analysieren zu können. Immer mit Lesezugriff nur, also die wollen ja gar nicht reinfuschen bei euch, aber da macht ihr euch echt ziemlich nackig hinten raus in so einem DD-Prozess, je nach Investmentstadium. Okay, dann mache ich mit einer Frage von Karl-Heinz weiter. Soll für eine bestehende IP zur Vermarktung eine neue Firma gegründet werden? Oder bietet es sich an, die bereits bestehende Firma 10 Jahre ausschließlich für IP für die Finanzierung zu nutzen? Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen eine sehr inhaltliche Frage. Entschuldigung, ich habe jetzt mal übernommen. Ja? Sehr gerne. Wir schauen schon immer darauf, wenn wir ein Investment tätigen, dass die Firma, in die wir investieren, da auch die IP drin liegt. Ja? Das ist letztendlich das Asset, in das wir investieren. Also ja, die Firma, in die finanziert werden soll, muss über die IP verfügen. Okay, dann mache ich mit einer Frage von Axel weiter. Wie verhält es sich mit Datenschutz, wenn zum Beispiel Arbeitsverträge
vorgelegt werden sollen. Können Namen geschwärzt werden? Was wir uns ja anschauen oder was wir sehen wollen, ist natürlich das Management-Team. Und da, mit denen sprechen wir auch. Ja, das muss ich ganz, ganz klar sagen. Das ist ein großer Teil in unserer Due Diligence. Wenn es dann darum geht, die einzelnen Positionen und die Arbeitsverträge zu checken, dann können die Arbeitsverträge der Mitarbeiter zu checken, dann können natürlich selbstverständlich die Namen geschwärzt werden. Ja, auf der anderen, weil da geht es quasi einfach nur darum, dass die Arbeitsverträge einem gewissen Standard entsprechen, der üblich ist, ja, und dass die Positionen besetzt sind, ja, die Arbeitspositionen besetzt sind. Da geht es nicht mehr um die einzelnen Mitarbeiter. Aber was wir natürlich immer zusichern oder was immer installiert ist, ist die Wahrung von Vertraulichkeit und natürlich die Einhaltung der üblichen oder vorgegebenen datenschutzrechtlichen Richtlinien. Okay, dann schließt eine Frage von Robin wahrscheinlich daran an. Ist es üblich, NDAs zu unterzeichnen? Wenn ja, ab wann? Also vielleicht, Angelika, ich greife das den Ball mal auf am Anfang. Mit uns, also wir unterzeichnen in der Regel keine NDAs, einfach aus dem Grund, weil wir so unfassbar viele Startups sehen und screenen im Jahr, dass das den ganzen Prozess total verlangsamen würde. Also um euch ein Gefühl zu geben, wir schauen uns 2.000 bis 2.500 Startups jedes Jahr an, und wenn jedes davon ankommen würde und erst um unterschriebenen NDA bitten würde, dann würde sich jeder Prozess und natürlich auch im Nachteil für euch total verzögern. Deswegen machen wir das nicht. In Folgerunden, was ich sagen kann für meinen Prozess bei WDP im PE-Business, wird es dann deutlich normaler, sage ich jetzt mal, dass ein NDA verschickt wird, bevor irgendwelche vertraulichen Daten unterzeichnet werden. Also je später ihr im Prozess seid, je weniger Leute ihr ansprecht, im Zweifel auch in Finanzierungsrunden, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein NDA unterschrieben werden kann auch. Und dass große PEs auch gerne immer bereit sind, NDAs zu unterzeichnen. Ich möchte da vielleicht noch was ergänzen. Ja, tatsächlich ist das alles richtig, was der Johannes sagt. Ja, ich sollte aber immer wissen, dass ein VC Investor selbst gar kein Interesse hat, Dinge kundzutun, öffentlich kundzutun, die er erfährt von Startups. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Da würde er sich das eigene Geschäft kaputt machen. Und ich möchte noch ergänzen, dass wenn die Due Diligence fortgeschritten ist, in der Regel dann irgendwann entweder ein LOI kommt irgendwann, eine Absichtserklärung, das ist fakultativ, ist nicht immer. Da wird auch Vertraulichkeit zugesagt, ja. Und in Termsheet ist natürlich auch Vertraulichkeit zugesagt. Und auch wenn das Termsheet führt zu weit, aber wenn das Termsheet quasi ein nicht bindender Vorvertrag ist, ja, es gibt einige bindende Punkte und das ist beispielsweise die Vertraulichkeit. Super, vielen Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Stefan weiter. Wie geht man am besten mit NDAs mit großen Unternehmen um, die keine Nennung der Namen erlauben? Unterschrieben ist, dran halten. Klare Antwort. Dann mache ich mit einer Frage von Frederik weiter. Was sind bei jungen Startups Seed-Runde typische Stolpersteine im Datenraum, sodass man früh einen eigenen Check durchführen bzw. auf diese Dinge von vornherein achten kann? Es sollte immer versucht werden, ein klares Bild über das eigene Produkt und den Marktbedarf zu identifizieren. Das ist ja tatsächlich immer, was wir häufig sehen, dass eine Lösung angeboten wird, die aber ihren Markt noch sucht. Ja, da sollte man gut ausarbeiten, das USP des angebotenen Produktes oder der Dienstleistung. Ja. Marktbedarf oder die Sichtweise auf den Markt und wie ich diesen zu penetrieren habe, also sprich, wie ich da reinkomme und welche Teil ich davon irgendwann über die Zeit gewinnen kann. Auch da sollte man eher eine Bottom-up-Sichtweise sich aneignen und führen als eine Top-down. Also das sind so, also Wahrnehmung zwischen Markt und Wettbewerb. Darüber sollte man sich, glaube ich, gute Gedanken machen und das gut abgleichen.
Super, vielen Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Maximilian weiter. Trägt der Investor 100% der Kosten einer DD gerade dann, wenn es am Ende zu einer Absage kommt? Yes, also DD im Zweifel alles, was nicht extern beauftragt wurde, sowieso. Also es ist ja unsere Arbeitszeit, die stecken wir rein in das, in euch, in das sozusagen das Analysieren der Unterlagen. Aber auch wenn wir externe Gutachter beauftragen, Angelika, unterbreche mich da gerne, aber selbst die werden erstmal von uns werden von uns bezahlt. Ich möchte noch ergänzen, dass üblicherweise das geregelt wird in einer Art Vorvertrag, wie dann damit zu handhaben ist. Also es stimmt alles, was der Johannes gesagt hat. Wenn die Absage allerdings von den Gründern kommt, ja, dann ist klar, wer die Kosten trägt. Okay, vielen Dank. Dann eine Frage von Moritz. Wie sieht das Thema DD bei Deep Tech Firmen aus? Oft ist ein großer Punkt Markt, Wettbewerb, Finanzplanung. Besonders im Deep Tech Bereich sind diese Punkte sehr dünn gesät, gerade wenn man eine Grundlagentechnologie hat. Ist der Fokus in dem Kontext dann mehr auf der Technologie oder soll man dann tief in die Kristallkugel schauen? Also ihr schaut ja grundsätzlich durchaus auch in die Kristallkugel in dem Moment, wo ihr euch mit eurem Pitch Deck bei uns vorstellt. Also ein bisschen wollen wir natürlich immer sehen, dass ihr euch mit dem Marktumfeld, mit eurem Wettbewerbsumfeld grundsätzlich beschäftigt habt. Egal wie Deep Tech jetzt euer Unternehmen ist, wir müssen verstehen, dass ihr wisst, in welchem Markt ihr letztendlich eindringt. Natürlich verstehen wir auch, dass bei einigen Unternehmensformen oder Unternehmensschwerpunkten im Zweifel ja ein neues Produkt irgendwie auf den Markt gebracht wird, wo es noch keinen Markt letztendlich gibt. Aber dann muss auch das im Zweifel in den Pitch Deck klar adressiert werden, ne? Dann sind genau das die Gründe. Der Markt wird noch entwickelt, deswegen gibt es im Zweifel nur einen Wettbewerber oder keinen Wettbewerber. Auch das ist ja eine spannende Information. Und dann könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir im Rahmen unserer Due Diligence nochmal ins Detail gucken, ins Detail gehen und eure Annahmen validieren durch unsere Recherchen, durch Gespräche mit Marktexperten, durch Desk Research und Co. Also grundsätzlich, um da konkret auf die Frage einzugehen, gebt uns alles an Infos, die ihr habt und zeigt, dass ihr Ahnung habt vom Thema und wir bauen darauf auf. Super, lieben Dank. Eine Frage von Silverino. Wie werden dritte M&A-Berater von Investoren aufgenommen? Ist es gern oder ungern gesehen, dass Dritte unterstützen? Ich glaube, das ist auch phasenabhängig. Also ab Phase Series A, B, C ist das total normal, dass ein M&A-Berater mitspielt und hier die Ansprache von Unternehmen zum Teil auch übernimmt. Jetzt in frühen Seed-Phasen, Pre-Seed-Phasen passiert das nicht, weil ihr müsst euch natürlich als Unternehmen auch bewusst werden, dass ein M&A-Berater echt teuer ist. Und das lohnt sich erst, wenn ihr wirklich ein hohes Investmentvolumen einsammelt und bei einem Pre-Seed oder Seed-Volumen von ein paar hunderttausend Euro, vielleicht mal Millionen oder darüber hinausgeht, ist das noch nicht sinnvoll, einen M&A-Berater einzuholen. Aber darüber hinaus ist das absolut üblich. Und die PE-Szene ist auch, zur PE-Szene gehört tatsächlich auch das Umfeld der M&A-Berater, die sind hervorragend vernetzt und das ist im Zweifel sogar eher gut, Stichwort Investorenansprache, sich für einen Series A, B-Prozess M&A-Advisor dazu zu holen, als das selber machen zu wollen. Einfach, weil der ein ganz anderes Netzwerk hat nochmal. Super, lieben Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Christian weiter. Gibt es Dokumente, die für einen Investor tabu sind und die ich als Gründer verweigern kann sollte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Also wenn Sie das operative Geschäft oder den Plan dafür betreffen, dann ist nichts tabu. Wir wollen alles sehen, ehrlich gesagt, ja. Super. Eine Frage von Stefan. Für Marketing- und Wettbewerbsanalyse empfehlt ihr Analysen wie Porter's Five Forces? Das hilft total. Also so abgedroschen es klingt, aber jeder Investor hat im Zweifel mal irgendwann beim BWL One-on-One diese Frameworks gelernt und ist total happy, wenn er sie sieht auf den im Pitch Deck. Also selbst wir als Commercial Due Diligence Provider bei WDP haben damals immer sichergestellt, dass diese Art von Slides in unseren Analysen mit drin war, um nämlich auf einen Blick alle wichtigen Informationen den jeweiligen PEs zeigen zu können. Und wenn ihr das in euren Pitch-Präsentationen drin habt,
ist das eine perfekte Möglichkeit, wirklich auf einer Slide auf sehr übersichtlich euer komplettes Business darzustellen. Ne? Also sowas wie Business Model Canvas, SWOT-Analyse, Porter's Five Forces. Da gibt es super schöne Frameworks, die einfach wirklich auf einen Blick sehr schönen Überblick zeigen. Also nutzt die Sachen gerne. Da freut sich jeder Investor, dass er sagen kann, yes, das kenne ich auch noch aus meinem BWL-Hintergrund oder aus meinem BWL-101. Super, lieben Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Michael weiter. Die geht wahrscheinlich an Angelika. Könnten Sie bitte zur Veranschaulichung ein Beispiel von unlösbaren IP-Problemen nennen? Beispiel ist, wenn Sie keine FTO haben, ja, wenn Sie abhängig sind mit Ihrer Erfindung von Rechten Dritten, von Rechter Dritter, dann muss geklärt werden, sind die zugänglich und was kostet es? Das muss idealerweise vor einem Investment geschehen. Und wir machen zwar für unsere Investments keine detaillierte FTO-Analyse, aber in der Regel lassen wir einen Patentanwalt draufschauen, der mit grobem Blick in diese Richtung schaut und letztendlich uns dann dafür ein Gefühl gibt, ob da was zu erwarten ist oder nicht. Ja. Was ist ein weiteres Problem ist, wenn die IP, könnte sein, wenn die IP nicht in der Firma liegt. Ja. Wir investieren ja in Technologie und in Innovation. Und wenn diese nicht in der Firma liegt oder die Firma keine Zugänglichkeit dazu hat, dann kann es natürlich Schwierigkeiten geben, dann ein Produkt, die auf diese Technologie oder auf dieses Patent beruht, nachher zu vermarkten. Das sind Punkte, die sind vorher zu klären und auch oder auch während der Due Diligence zu klären. Ja, das sind keine unlösbaren Punkte, aber man muss sich denen dann stellen und schauen, wie die Lösung aussieht. Super, lieben Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Caroline weiter. Ihr habt die übergeordneten Bereiche einer DD wie Technology, Team etc. genannt. Welche Bewertungskriterien sind innerhalb dieser Bereiche relevant? Könnt ihr dazu gegebenenfalls eine Übersicht empfehlen? Der Übersicht im Sinne von, okay, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Letztendlich kannst du dir wahrscheinlich ein Handbuch für jeden dieser einzelnen Streams besorgen. Also es gibt innerhalb von jedem Stream, der lässt sich beliebig tief auffächern. Ein Stichwort irgendwie eine Tax oder Legal DD. Es kommt immer darauf an, wie rechtlich ihr unterwegs seid. Wenn ihr ein Startup im Legal Tech Bereich seid, dann wird natürlich eine Legal DD deutlich umfangreicher ausfallen, als wenn wir irgendwie ein Unternehmen anschauen, was Blumentöpfe verkauft oder so im E-Commerce. Also es ist letztendlich sehr unterschiedlich die Detailtiefe, inwiefern man eine DD da machen muss. Im Zweifel schaut man, sagt man, Tech DD ist gar keine Tech, okay, Haken dran, fertig. Insofern ist das total unterschiedlich tatsächlich. Also im Zweifel gibt es sehr detaillierte Online-Ratgeber dazu. Ich kann gerne anbieten, in dem Handout, was nachher noch verschickt wird von der Claudia, ein paar Grundzüge aufzuschreiben, welche Elemente je Stream sozusagen High-Level angeschaut werden. Da wisst ihr grob Bescheid. Ein Stichwort, dass im Commercial-DD-Bereich wird halt dann sowas angeschaut, wie Markt, Wettbewerb, Umsatzentwicklung, EBITDA-Entwicklung und sowas halt. Kann ich euch gerne noch aufschlüsseln, habt ihr die Infos auch noch. Zur Info für euch vorab schon mal, ganz oft sind die Inhalte, die man sich anschaut in den verschiedenen Streams, gar nicht so komplett trennscharf tatsächlich. Ne? Also zum Beispiel sehr eng zusammenhängt zum Beispiel eine Financial DD und eine Commercial DD. Also wenn ich mich erinnere an meine WDP-Zeit, ist das, was wir an Ergebnissen von den Financial DD-Leuten bekommen haben, die oft eine Wirtschaftsprüfung machen, wie PwC, wie ein EY, wie ein KPMG. Sehr nah dran an Analysen, die zum Teil auch eine Commercial Idee macht. Also Stichwort EBITDA-Analyse, Umsatzanalyse, Kohortenanalyse. Das wird an beiden Seiten gemacht. Genau, aber dann habt ihr den Überblick im Zweifel im Handout nochmal. Super, lieben Dank. Finde ich ein sehr gutes Angebot von dir, Johannes. Lieben Dank dafür. Ist bestimmt für alle sehr spannend. Dann mache ich mit einer Frage von Arno weiter. Woran kann ich einen für mich guten Investor erkennen, woran einen schlechten?
Finde ich eine total spannende Frage. Und das greift das auf, was Angelika ja vorhin auch gesagt hat. Die Idee ist ja nicht, findet ja nicht nur einseitig statt, sondern ihr müsst ja auch, oder wir erwarten fast auch, dass ihr euch auch mit uns auseinandersetzt. Und das geht los von wie tief ist der Investor in verschiedenen Netzwerken unterwegs? Macht es überhaupt Sinn, mit einem Investor XY zusammenzuarbeiten? Oder kann der mir gar nicht die Türen öffnen, die ich im Zweifel brauche, ne? Also, weiß nicht, ist ein Investor im Biotech-Segment unterwegs oder nicht und kann der da ein Intro machen zu einem Bayer und Co. oder ist es halt keiner? Das ist der erste Schritt in der DD, bevor man überhaupt auf eine Ansprache geht, ne? Im Zweifel oder im Weiteren kann man dann sich unter anderem auch eine Vorstellung geben lassen zu Bestandsportfoliounternehmen und mal mit denen quatschen und zur Zusammenarbeit sprechen. Das machen wir auch mal sehr gerne, dass wir anbieten: Hey Leute, wenn ihr mit uns sprecht, wir können euch gerne Connection zu Unternehmen XY geben, die Portfoliounternehmen bei uns sind. Dann quatscht mal mit denen und schaut, was für Fallstricke es eventuell gibt, wo es hakt im Zweifel, wo ein Reporting im Zweifel anstrengend ist für eine Zusammenarbeit. Das bieten wir immer gerne an. Hört euch um am Markt. Googelt die für euch abgestellten Investment Manager, schaut die bei LinkedIn nach, da kriegt ihr immer ganz, ganz viel raus. Also das ist empfehlen wir immer sehr und da verstecken wir uns auch nicht. Sehr guter Hinweis. Vielen Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Thomas weiter. Wir sind kurz vor Gründung und werden in 8 bis 10 Monaten Seed-Kapital benötigen. Gibt es eine allgemein anerkannte Methode der Pre-Commercial-Unternehmensbewertung? EBIT-Multiples fallen ja aus, also nur auf Basis zukünftiges Marktpotenzial. Genau, das ist total spannend, weil oft gibt es nämlich da kein valides Vehikel, um wirklich einen Unternehmenswert zu finden. Und deswegen wird oft auch diese Bewertungsfindung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, indem man nämlich mit verschiedenen, also mit einem Vehikel investiert, was nicht Eigenkapitalvehikel ist, sondern über Darlehenmodelle letztendlich. Lest euch am besten da im Detail nochmal ein, Wandeldarlehen und Co. Das ist nämlich genau der Vorteil eines Wandeldarlehens, dass man nicht sich zu einem frühen Zeitpunkt schon auf eine Bewertung einigt. Weil wie du meintest, das ist total schwierig, eine Bewertung festzulegen, wenn man pre-Revenue ist. Das funktioniert im Zweifel gar nicht. Das ist wirklich nur, das ist Kristallkugel lesen at its finest. Also das ist wirklich, deswegen liest dich gerne mal ein, Stichwort Wandeldarlehen und Co. oder alternative Investmentformen. Das wird von frühen Investoren gerne gemacht, unter anderem sehr gerne auch von Angels, weil das sehr schlank im Prozess ist, einfach auch. Man muss nicht sehr umfangreiche Vertragswert vorbereiten und unterschreiben und ist deutlich schneller in der Finanzierung letztendlich durch. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass natürlich der Investor macht natürlich viele Deals oder Investoren machen viele Deals, während die Startups natürlich immer nur den einen Deal machen. Ja. Und da gibt es natürlich Vergleichsparameter ja, zu ähnlichen Technologien, ja, in ähnliche Bereiche. Ja. Die werden auch herangezogen. Also da wir machen auch Equity Financing in Seed-Runden. Ja, das ist gar nicht so von der Hand zu weisen. Wo ihr da mitgestalten könnt, ist natürlich, sich da eine breite Marktmeinung einzuholen, ja, sprich Feedback von anderen Investoren. Ja, im Grunde gestaltet sich dann auch ein Preis oder die Preisfindung daher, wie viel Interesse es für eine Finanzierungsrunde gibt. Ja, und auch da nochmal mein Hinweis, nicht immer der den höchsten Preis zahlt, ja, und die wenigsten Shares dafür nimmt im Umkehrschluss, ist vielleicht auch der beste Investor. Ja, man muss auch das immer in die Waagschale werfen. Ja, das heißt, ja, ich verstehe, man will möglichst viel am Share Capital behalten, aber man muss immer schauen, dass der Investor das Risiko, was er eingeht, wenn er investiert, dass das abgebildet ist und was er für euch dann mitbringt an Netzwerken und welche Türen er öffnet. Ja, das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Ja, und vielleicht ein letzter Punkt dazu. Die Gründer werden in der Regel nicht alleine durch das Stammkapital reich werden. Ja, da gibt es ja noch andere Vehikel und Modelle, die sicherlich in anderen Sessions hier bearbeitet werden, womit man Gründer incentivieren kann. Ja. Super, lieben Dank. Dann eine Frage von Erik. Ist es essentiell, dem Investor auch eine Exit-Strategie aufzuzeigen, beziehungsweise wann spielt die Exit-Strategie eine Rolle? Gleich zu Beginn.
Gleich zu Beginn, wir sind natürlich hier als Public-Private Partnership ein wenig losgelöst vom exit-getriebenen, institutionellen VC-Investor. Aber am Ende ist es so, wenn wir hier unsere Deals präsentieren und dann die Auswahl treffen müssen, geht es weiter oder nicht, dann ist das natürlich auch mit einem Punkt, der betrachtet werden muss. Ja, wie ist der Exit aus dem Investment denkbar? Und auch in eurem eigenen Interesse solltet ihr das tun, ihr seid denn, ihr wollt irgendwie ein Unternehmen gründen und das dann familiär weiterführen, da muss man sich dann eh die Gedanken machen, ob VC-Kapital das Richtige ist oder eine andere Strategie dazu führen ist. Super, lieben Dank. Dann mache ich mit einer Ma Frage von Matthias weiter. Ich bin Einzelgründer und entwickle die IP zusammen mit verschiedenen externen Dienstleistern, KMU, Universitäten. Ist dies ein No-Go für ein Invest? Üblicherweise investieren Investoren in Teams. Ja, das hat mehrere Gründe. Die erfolgreiche Ausgestaltung eines Unternehmens ist in der Regel immer erfolgreicher, wenn das auf mehrere Schultern verteilt wird. Ja, und dann genau das ist es auch wichtig abzubilden. Und ich kann jedem empfehlen, ja, nicht jeder Entwickler, nicht jeder Tüftler ist dann am Ende auch derjenige, der dann auch das Produkt an den Kunden führt. Ja. Sucht euch Personen, die komplementär zu euch sind und schließt euch zusammen. Ja. Und nur so kann dann auch aus der Gründung oder somit erhöht ihr einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eure Gründung erfolgreich wird. Lieben Dank. Dann mache ich mit einer Frage von Iris weiter. Sie haben ein schwaches Team als einen möglichen Abbruchspunkt für Investmentgespräche genannt. Haben Sie konkrete Beispiele, was mit schwach gemeint ist? Das ist natürlich ein subjektiver Prozess immer, aber um es vielleicht tatsächlich wegzuholen von einer subjektiven Ebene. Ich hatte kürzlich erst ein Gespräch mit einem Gründerteam, die sehr unsicher waren, immer dann, wenn sie auf KPIs angesprochen wurden. Also waren sehr wenig offenbar drin in dem, wie ihr Unternehmen strukturiert und aufgebaut ist und konnten auf einfache Fragen nicht ad hoc antworten. Und das gibt uns natürlich sofort eine Indikation dafür, dass der Gegenüber oder das gerade mit Gedanken im Zweifel woanders ist und im Zweifel nicht in der strukturierten Form Inhalte zur Verfügung hat. Das wäre jetzt ein konkretes Beispiel von mir an der Stelle. Angelika, hast du ergänzende? Ich kann das nur unterstützen. Tatsächlich ist es so, was wir sehen wollen, oder am Ende wird ja das Startup nur so erfolgreich, wie gut die Gründer sind und das Management, was dahinter steht. Ja, und wenn wir da Zweifel haben, dann müssen wir das quasi schon irgendwie regulieren. Ja, und entweder man ergänzt das Team oder ja, wenn das nicht möglich ist oder wenn wir da keine Chance sehen, ja, kann das durchaus ein Grund sein, wenn wir sagen, okay, das sind jetzt nicht die Gründer bringen nicht die Entrepreneurial Skills mit, die für ein Startup notwendig sind. Ja. Deshalb nochmal mein Hinweis, sucht euch Mitstreiter. Ja. Jemand, der nicht jeder Forscher ist ein exzellenter Präsentator für ein breites Publikum. Genau, das ist gut, dass du das nochmal sagst, Angelika. Wir erwarten ja gar nicht von allen, dass ihr alle alles könnt aus dem Team. Das ist immer ein schönes Stichwort zu dem Teamgedanken. Es kann ja echt sein, dass ihr irgendwie, dass eure Stärken im Programmieren oder im sozusagen mechanischen Arbeiten sind und nicht beim Präsentieren. Und deswegen stellt euch als Team breit auf, lasst im Zweifel, wenn ihr wisst, einer kann besonders gut präsentieren oder irgendwie Richtung Investor auftreten, dann schickt den vor. Und dann wird über jede im Zweifel Flapsigkeit eines Technikers, um jetzt das Stereotyp zu bedienen, hinweggesehen natürlich auch an der Stelle. Super, lieben Dank. Noch eine Frage von Axel. Werden die Anteile vor oder nach der D? Jetzt warst du kurz weg am Ende, Claudia. Vor oder nach der DD ausgeteilt?
Claudia hängt, glaube ich. Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, nein, also üblicherweise ist ja das Porträt jetzt ein Beteiligungsprozess. Ja, üblicherweise findet ja die Beteiligung durch eine Kapitalerhöhung statt. Die findet beim Notar statt. Das ist das sogenannte Signing, ja, beim Notar. In diesem Prozess werden neue Anteile geschaffen und dann muss dann jeder neue Investor erstmal diese bezahlen und dann hat er sie. Also sprich, viel später. Da bin ich wieder. Bei mir hatte sich gerade das Audio ausgestellt. Entschuldigt bitte. Jetzt hört ihr mich hoffentlich wieder. Was? Genau. Axel hatte mich gebeten, seine Frage nochmal zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob ihr die eben noch gehört habt. Werden die Anteile vor oder nach der DD ausgehandelt? Ich würde sagen, das machen wir dann jetzt noch als letztes und dann, genau. Ausgehandelt. Ich glaube, Angelika, du hast das grundsätzlich schon beantwortet. Auch Okay. das Aushandeln an sich, genau, wir machen die DD genau ja deswegen, um uns ein besseres Bild bilden zu können, um mit euch auch in die Diskussion zu gehen. Und wenn die Diskussion oder wenn die DD halt zeigt, dass ihr der absolute Überfliegerunternehmen seid, dann habt ihr natürlich die entsprechende, das Heft natürlich in eurer Hand bei der Diskussion. Aber nee, Spaß beiseite. Wir machen ja die DD, um genau diese Diskussion mit euch führen zu können. Sonst hätten wir ja gar keine Basis dafür. Also die Diskussion findet statt im Rahmen der DD und dann einigt man sich, wie Angelika gesagt hat. Super, lieben Dank. Dann würde ich sagen, schließe ich die Fragerunde. Ich habe gesehen, wir haben auch noch Fragen offen, die sehr umfangreich, sehr detailliert sind, aber auch sehr spezifische Einzelfälle. Da würde ich einfach empfehlen, nutzt die Gelegenheit und schreibt meine beiden lieben Kollegen an. Fragt sie das direkt, weil das meistens auch sehr schwierig ist, in diesem Rahmen dann zu beantworten, gerade wenn es so detaillierte, spezifische Einzelfälle sind. Genau, lieben Dank euch beiden. Angelika, würdest du einmal weiterklicken? Genau, also über unsere weiteren Themen folgt uns auch gerne auf Social Media und ich möchte euch heute auch quasi eine Academy Session vorstellen. Die Academy ist quasi so gesagt die Dachmarke zu unseren Founders Classes Online-Seminaren. Da seid ihr auch herzlich eingeladen, euch kostenfrei für anzumelden. Hier haben wir von unserem Fondsinvestor zwei Speaker da, die euch ja etwas zum Thema Liquiditätsmanagement erzählen werden. Da werde ich euch auch den Anmeldelink, damit das möglichst einfach ist, mit ins Handout packen. Und genau, wenn ihr Lust habt, meldet euch dazu an, wenn das interessant für euch ist. Und dann ja, freue ich mich auch beim nächsten Mal, möglichst von euch viele wiederzusehen. Und genau, bedanke mich für die Teilnahme, bedanke mich bei euch, Angelika und Johannes, für euren Vortrag und für das Beantworten der Fragen und wünsche allen ein sehr schönes Wochenende. Yes, zu Dankeschön. dir. Super, Schließen wir uns vielen an. Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.